Mit Dark Zone betreten? Oder du? Wie? Verstanden, sie haben eine Achtung, sie haben eine Dark Zone betreten. Ich nicht. Du wirst ihn nicht. Hell, sehr hell. Ja, geh mal. Mama sagen, dass die Dinger wieder da sind, hä? Du gehst auf falsch, oder? Ja, ein paar Parcours-Punkte, weißt du? Ah, hier ist Honig. Das wollte ich. Deswegen bin ich hier hin. Mille, Honig, Pilze. Ich weiß, das brauchst du nicht. Ich glaube, wir machen als nächstes den Wasserturm, kann das sein? Zu unserer nächsten Mission dahin. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es gerade gesperrt. Ja, das wird ja aber nichts mehr sein. Das hat ja gesagt wegen Wasserturm und so, dass. Ja. Ja, danach machen wir aus, ne? Was? Ja, morgen früh arbeiten. Ja, und? Muss ins Büro. Wird immer schlimmer. Muss mal was tun. Ja. Hat der Wasserturm nur gemacht. Easy. Nix, Wasserturm, nix. Mit den Jungen können wir nicht reden. Ah, ich wollte ihnen sagen, dass sie den Hund umgebracht haben. U-Bahn ist auch noch gesperrt. Bam, bam, bam. Wo ist er sonst, anstatt also die Mission zu Ende zu bringen? Mehr beim Händler als und im Inventar als sonst wo. So ist der Kerle. So ist der Kerle. Was? Wir verkaufen, Junge, wichtig. Naja. Naja. Upgrade, Upgrade, Bauleiste, Upgrade, Mine, Upgrade, Molotov, Cocktail, Upgrade. Ein Familienunternehmen. Verkauft immer gleich alles, ne? Unten einfach auf Dreieck drücken, hast alles Pferdfachen verkauft. Mal 7000, wenn ich alles verkaufe. Steigt auch vom Level her dein Händler, wenn du mehr verkaufst? Ja. Echt? Glaub, ja. Oder wenn man Level macht. Und wir leveln wahrscheinlich, oder? Oder hat der Händler nur 2000 Geld? Ah, das sind mein Geld. Sagen, hä? Aber ich will, alle Wertsachen sind aber nicht alle Ressourcen, sind nur alle Wertsachen, die einfach nur Geld bringen, alles andere ja. Ja, einfach, also nichts, was hier sonst was bringt. Nee, es macht keiner wieder zu, okay. Kann ich nur wissen. Dann. Er wieder. Stimmt, da haben wir auch noch den Barkeeper, der jetzt auf einmal Sachen hat.
Ja, aber ich brauche nichts. Ich habe das krasseste Zeug. Das ist mir alles zu teuer, Mann. Das krasseste Zeug. Ich habe zwar auch richtig viel Geld, aber... Lohnt sich auch nicht so viel zu kaufen. Es wird so wie bei Dying Light sein, dass es sich nicht groß lohnt zu kaufen und verkaufen. Also verkaufen vielleicht auch, dann kriegst Geld, aber du kannst nicht viel dafür kaufen. Das wird passieren. Ja. Honig und so würde ich kaufen, aber gibt's da nicht. Hätte ich sogar gesagt, ja. Bitte warten. Was? Hallo? Hallo? Bitte warten. Bitte. Geh noch mal weg. Alle Spieler werden benötigt. Komm nochmal her. Wieder verbuggt. Kann ich her teleportieren. Ja gut, klappt wunderbar. Klappt wunderbar, super. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Liebes Tagebuch. Oh, da unten geht ja die Map weiter. Ich muss das sagen. Map ist ja schon ein klein. Das ist auch viel größer, oder? So, die Map ist schon wenig hier klein. Dann gehe ich weiter unter rechts, weiter unter rechts, weiter unter rechts. Oh, da geht's ja weiter. Downtown. Das wird nur lang gehen, glaube ich. Ja. Also quasi wie die zweite Stunden. Map, wie bei Dying Light 1, wo du dann halt noch. Ja, nur halt viel größer. Ja. Polite. Mensch, was soll denn der Mist? Alles verpackt ist einfach. Ja, gut. Läuft. Hast du Barney tatsächlich aus seiner Dragzone rausgeholt? Wow! Wow! Der verkauft mir gerade auch nichts mehr, der Typ. Kauft er mir was? Der will mir nichts mehr verkaufen. Nee. Das können wir doch machen. Können wir doch was machen? Wer verkauft bei dir nicht? Der Mod-Typ. Der verkauft Sportbogen. Sportbogen? Kann ich kaufen bei dem Typen hier. Ein Sportbogen. Sportbogen. Ein Sportbogen. Ja, hat er mir gerade verkauft. Sportbogen. Reinigungsmittel. Eda. Doch, hier Dinger zu kaufen. Ich glaube, das wird scheitern an den Pfeilen. Lalalalalalala. Das ist dein Händler schon Level 3, wa? Ja. Ja, siehst du. Vom Grinden. Zufrieden mit dem Einkauf? Ja gut, keine Ahnung. Frage, ob wir noch was dazwischen machen können, aber irgendwie. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser alten. Bam, badam, bam, badam, bam. Die Ankunft. Karl bestand auf Suf Mietcheck und so uns zu Wasserreserve fallen. Ihr sollt verhindern, dass dabei jemand zu Schaden kommt. Nicht sogar. Ja, wo sind denn Zombies, wenn man die mal braucht? Alle verpackt. Mit dem Rest
deine Familie. Kann man denn das machen? Ach hier, Feuerpfeile, normale Schockpfeile. Was denn hier? Führen Sie einen leichten Angriff durch, der Schaden von der Zähnlichkeit unterbricht und blockt. Fügen Sie einen Sprungangriff hinzu und lassen Sie Feinde fliegen. Der Sprungangriff. Ey, hier sind echt keine Zombies, ne? Nutzen Sie das Sprungangriff, springen Sie weiter, erhöhen Sie höher, dass Sie lernen können, ohne Schaden zu nehmen. Bitte, Sie kurz Ihr Laufgeschnell. Das will ich haben. Es spawnen keine Zombies mehr, alles verpackt. Ich hoffe, dass der Hotfix echt schnell kommt. Also es wird echt. Wird denn vieles verbessern. Hier auf der Seite sind auch keine. Ach, hier auf der Seite sind glaube ich auch keine Zombies. Hier steht halt ein NPC und da vorne sind Zombies. Greift er dich an und tötet ihn jetzt? Wahrscheinlich, oder? Denke mal, oder? Ahnung. Da steht ein NPC draußen, aber ja, die Zombies gehen nicht zu ihm. Verdammt. Ich habe jetzt so einen Geschwindigkeitsboost, wenn ich jetzt renne. Er kriegt einfach Bogen, weil er Level 3 ist, weil er so viel alleine gegrindet hat. Aber ich habe keine Weile. Kommt noch. Wahrscheinlich bei irgendeiner Quest kommt es. Ich hab Feuerpfeile mir gequaffelt, aber irgendwie. Keine Ahnung, wie man die ausrüstet. Feuerpfeile können sie bauen. Ich hab meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Schatzes. So geht das. Unangenehm. Unangenehm. Heutzutage bringen sich mehr. Bogen ist echt dreckig, Alter. Unangenehm. Die Pfeile, die sind auch weg. Das denke ich mir. Ja, bei Dying Light 1 hattest du die. Auf keinen Fall. Das ist eine Party und du bist die Pinata. Extrem teuer. Harz brauchst du dafür und Harz ist halt Mangelware. Mangelware. Gut. Mann, ich will doch mal einfach perfekte Blocks machen. Er tötet mir mal alle weg. Ja, was ab. Wenn wir die perfekten Blocks für die Trophäe machen, lassen die auch irgendwann. Ach, wie viel muss man da machen? 20 oder so. Oh Gott. Ja, aber wenn du halt immer alle weghaust, kannst du die halt nie machen. Wie machen wir die nochmal? Bevor er haut, genau die Sekunde dann. Ich bin raus, Mann. Wer keinen Bock mehr hat. Bei mir kam das Geräusch, dass ich ihn geblockt habe, aber er wurde nicht getaumelt. Komischerweise. Kann man das nur bei Leuten machen oder auch bei Zombies? Zombies weiß ich nicht. Was? Er greift halt immer, deswegen geht's wahrscheinlich nicht. Doch, geht auch bei Zombies. Was es keinen Sinn macht, aber okay. Ja, aber die taumeln nicht dann. Zombies. Ach so, stimmt ja. Gehst du hin? Keine Ahnung. Das sah interessant aus hier. Das ist ein Fragezeichen, ne? Oh, hier sind Gegner, glaube ich. Doch wieder, haben wir den Schlein genommen? Haben wir, gell?
Nee, das ist das Windkraftwerk. Das einnehmen? Bin ich dran, ne? Das meinst du, ist das ein Windkraftwerk? Es ist ja eins, aber es wird nicht angezeigt, dass es eins ist. Geh mal hoch. Kann natürlich sein, dass es schon an ist und die da drüben mit. Ja, es ist eins, was nicht am Anmachen gedacht ist. Kommt mir jetzt am besten runter, ohne zu sterben? Oh, oh, nicht so. Und da wär's gewesen. Oh! Kann man das immer bei den gleichen machen, oder? Was? Mit der Quest. Viel. Was mit der Quest? Hi! Mach den Wichser fest! Hinter dir! Bruder! Was? Ich hab genau geblockt! Die nicht, nicht auf mich schlagen wollen. Wie gefall ich dir jetzt, Arschloch? Ich hab was für dich, du Wichser. Wie Hab dich. Du bist erledigt. Bam! Wo bist du? Ach, muss man das auch machen? Weiß ich nicht. Ich hab das jetzt einfach gemacht. Was? Oh, der hat mich mit dem Messer beworfen. Das ist halt jetzt üben, dass man das perfekt auskriegt. Boah, das war eine Sekunde zu spät. Perfekten Konter. Voll die Trainingsopfer. Voll die Trainingsopfer. Komm. Ja, komm. Jesus. Nimm das. Alter, ich hab nicht geguckt, das war unfair. Wie gefällt dir das? Digga, wie hoch ich fliege, das ist. Chris Förz. Was ist mit dem? Ja, er muss. Das ist gut für dich. Komm! Nimm das! Hab dich erwischt! Aua! Du gehörst jetzt uns! Leute, ich bin hier oben! Alle Mann, rein! Der greift mich nicht an! Du entkommst nicht! Volles Training-Opfer! Ja, die sagen so auf Tour und so. Ja, jetzt komm! Jetzt komm, greif doch mal an! Er trifft mich aber. Ey, was ist das für eine Cheating-Angelegenheit gerade? Die Zeit ist abgelaufen! Boah, Junge, zweimal in Folge. Mach den Wichser fertig! Schnappen wir ihn uns! Was? Ran an den Speck. Danke, die haben, ey, die sind so langweilig. Mach den Hurensohn fertig. Ja, genau. Und dann schlägt er zu, wenn ich nicht drauf achte, weißt du? Das ist wieder so typisch. Typisch Spiel. Die ganze Zeit macht er nix. Ist ein bisschen verwirrt. Mach den Hurensohn fertig. Ich glaube, die sind verwirrt, weil wir halt zu nah stehen. Dann wissen sie nicht, wen sie angreifen sollen. Ran an den Speck. Aua, er mit seinen Wurfmessern, Alter. Fuck, Digga, was hab ich denn jetzt hingenommen, Alter? Komm.
Stirbt jetzt einfach, geh mir auf den Sack. Kann keine Heilung mehr machen. Ich habe auch gerade keine Ahnung. Ich habe irgendwas genommen. Ich kann gerade überhaupt nicht gucken, Alter. Ich habe aber Gott sei Dank die Heilung gemacht. Oh. Ich heile. Heil mich mal bitte. Oh, dankeschön. Jetzt gucken, ob die Quest jetzt wieder geht. Ja, aber danach müssen wir Schluss. Guck, hier ist noch ein. Ja, die sind ein bisschen voll, die Idioten. Aber es geht. Das sind so kleine Idioten. Wird aber auch ein Questgebiet hier sein, so wie es aussieht. Der Wurfmesser gegeben. Töte den Wichser. Aua. Was deine Hand benutzt, ist unfair. Fucking mein Leben. Du dummer Hurensohn. War auch Block, es hat nicht gezählt. Mit euren Wurfmessern, alter Bruder. Nimm das. Hör doch auf mit euren Wurfmessern, ihr Cheater. Selber. Die Gebrüder Grimm. Ich brauche Hilfe. Zu viel gespielt. Ich töte mal schnell. Ah, komm jetzt. Ja, Digga, was für ein Hacker, Alter. Ja, Mann. Der war nicht mal auf mich fixiert. Das ist aber oft so. Die wissen nicht, wen sie angreifen sollen. Okay, mal. Jetzt können wir noch viel Zeit hier noch vergeuden. Geistessinn. Kann es auch nur ab und zu machen. Gerade kann ich es auch nicht machen. Ah ja, komm, so, das ist ein Feature. Ich glaube, es wird immer noch nicht gehen, weil wir nichts fertig gemacht haben. Ja. Geh mal schlafen. Ich wollte nur sagen, dass die Kinder und der Hund tot sind. Einmal schlafen. Ihr werdet wahrscheinlich immer noch gehen, wenn wir wieder eine Quest fertig machen wie bei der anderen. Ach ja, gute Nacht.
kann ich wieder einen Geistersinn machen. Du willst Spuren der Zivilisation vor dem Niedergang finden? Dann musst du dir die Straßen ansehen, Pilger. Ich hab schon bei der Kirche gesucht, aber da war er auch nicht. Kommt schon, Jungs. Buddy ist jetzt auch euer Freund. Helft mir suchen. Das ist jetzt ungünstig, Dominic. Lass jetzt bitte meine Jungs in Ruhe. Aber was, wenn ihm was passiert ist? Wir müssen irgendwas tun. Scott! Mo! Sagt was! Ich frage euch ganz lieb. Bitte! Vielleicht kann dein Onkel dir ja ein Haustier oder so etwas kaufen. Er scheint ja ein wohlhabender Mann zu sein. Lass meine Jungs jetzt in Ruhe. Hey, Sie sind es, Mister. Haben Sie Buddy irgendwo gesehen? Also, habt ihr ihm noch gar nichts erzählt? So, was machen wir? Sagen wir die Wahrheit oder lassen wir die Jungs die Wahrheit sagen? Na, lass uns sagen, gerettet. Das ist sonst zu krass. Tut mir leid, Junge. Buddy ist tot. Aber er starb, als er deine Freunde gerettet hat. Sie haben es mir gerade erst selbst erzählt. Wir wussten nicht, wie wir es dir sagen sollten. Deshalb habe ich gesagt, du sollst bitte gehen. Ich wollte nicht so hart sein. Es ist nur... Es ist so ein Schock. Es tut mir leid. Dominic, ich... Danke, dass du meine Söhne beschützt hast. Und Dominic. Er ist noch so jung. Und du? Vielleicht seid ihr Pilger am Ende nicht einfach nur Kriminelle. Hier. Pass auf dich auf. Echte Freunde. Wenn man mit Pilgern zu tun hat. Eine UV-Lampe. Weißt du, wie ich mit dem Ganzen klarkomme? Ja, gut. Dann das nächste Mal, ne? Das nächste Mal. Das nächste Mal. Verdammte PKs. Sie blockieren den Weg zum Zentralring. Aber was frage ich? Wo ist er schon wieder? Natürlich beim Händler. Wo auch sonst? Achso, sorry. Wo auch sonst? Ein Spiel für dich rausbringen, der Händler-Simulator. Gibt's doch schon. Dein Spiel. Ja gut, dann geht's nächstes Mal weiter. Deiner 2 vielleicht mit Mordfix endlich. Mhm. Viel Glück. Weiß nicht, wenn er kommen soll. Vielleicht kommt er irgendwann. Vielleicht kommt er noch ganz schnell. Wer weiß. Hoffentlich noch dieses Woche. Ja. Mal gucken. Na gut.